Nach einem Schlagabtausch von Beginn an auf beiden Seiten liefern die Grazer in der 27. Minute das erste zählbare Resultat. Hoylund macht nach Vorlage von Prass den wichtigen Treffer zum 1:0 und egalisiert vorerst den 0:1 Hinspielrückstand. Die technisch starken Ukrainer erzwingen in Graz-Liebenau die Verlängerung und schaffen in der 97. Minute den Ausgleich. Durch den Ausschluss von Zakaria, nur mehr zu 10, kann Sturm die Partie nicht mehr drehen. Dynamo Kiew erhöht noch auf 2:1 und fixiert den Aufstieg ins Playoff. Sturm bleibt das Trostpflaster Europa League.